Freunde. Und mit dieser fantastischen Landung, like hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Onkel Nupsi. Und ihr habt Nupsi gerade mit einer Bilderbuchlandung in Zackenland erlebt. Ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Naja, wir waren noch drüben und haben diese Zwillingstürme klar gemacht. Jawohl, war das aufregend. Ja. Und nun, heute ging es wieder zurück. Ich kann euch sagen, wir sind mega happy und natürlich auch ein bisschen stolz, das muss man schon mal sagen, ja. Wir haben eine Dude hingekriegt und wie ihr gesehen habt, eben die Landung, na, die war da wohl vom Allerfeinsten. Ja, so, jetzt futtern wir hier noch ein bisschen was, dass wir erstmal wieder auf dem Damm sind. Ja, dann habe ich natürlich auch wieder ein paar Nachrichten gehabt und unter anderem wurde mir da gesagt, Mensch Junge, du isst die gute Fischplatte, die gibt doch mehr, das ist so Angriffsfutter, die brauchst du, wenn du angreifst. Ja, ist okay, aber ich stand ja gut da und ja, ich denke, das war schon mal zu verkraften, das können wir eben mal durchgehen lassen. So, was haben wir noch? Ja, dann kam natürlich das Rätsel, was ist denn hier mit dem Schlafsack? Warum konnte ich den Schlafsack nicht platzieren? Und da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe das so gelesen, dass der frei platzierbar ist. Aber, wie ihr seht, oder wie ihr gesehen habt, es ging nicht. Naja, gut, sei es wie es sei, jetzt sind wir durch. Was haben wir heute vor? Wir werden heute erstmal wieder unsere Waffen an uns nehmen. Das Natürliche, das Übliche, was fehlt mir denn eigentlich? Na, eigentlich fehlt mir ja nicht. Ich habe die Schrotze, ich habe das. Ja, nee, eigentlich ist das so ganz gut. So, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit natürlich unendlich Gedanken gemacht. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt hier neu anfangen zu bauen und so. Ach, und ich habe da schon wieder so viel Ideen in der Birne. Wir müssen auch mal sehen, was wir davon umsetzen und wie wir es umsetzen können. So, Schwarzpulver hatte ich glaube ich hier drüben drin. Essen, trinken, alles klar. Zack, zack. Ja, dann gehe ich mal nochmal zum Schraber. Warte mal, der Schraber, der hat glaube ich noch eine ganze Masse drin. Ja, ja, ja. Genial, einfach genial gepackt. Das sah nicht nach Notlandung aus, wenn ihr ehrlich seid. So, ach so, was liegt heute an? Ja, da kann ich euch sagen, wir werden heute versuchen, das nochmal mit dem Strom hinzukriegen. Was meine ich mit Strom hinkriegen? Ich meine, dass wir das noch mal richtig nachvollziehen können, was brauchen wir? Was muss wohin, welche Strüppe und. Und das lasse ich drin hier. Okay. So, dann bringen wir das jetzt erstmal noch mal weg. Dann sammeln wir uns das nämlich ein, den Strom, und machen so eine kleine Versuchsanlage, wisst ihr? So,
So, haben wir hier was einzupacken? Glas. Ach, das lohnt sich alle nicht. Brauche ich nicht einräumen, das nehmen wir mit runter. Was ist hier los? Brauchst du was Zutaten? Okay, Holz, haben wir was? Nee. Haben wir Platz, ja. Aber ich habe ja keine Zutaten, deshalb. Aha. Okay. So, Plastik. Ja, dann haben wir auch unterwegs Plastik gekriegt, wa? Mach mal die halbe Bakterie darin. Was haben wir noch? Waffenteile. Hier erstmal. Ja, also der Loot war ja auch nicht so der schlechteste da drüben, wa? Können wir nicht meckern. Ah, jetzt ist schön. Die Messer müssten auch alle, gehobelt werden. Das heißt, vielleicht sollte ich hier unten mal meinen ersten Versuchsaufbau machen. Ich verstehe auch ja nicht, hier ist der Strom drauf. Gegenstand zersetzen. Er tut ja so, als wenn er es könnte, wa? Pass mal, ich nehme mal was drüber. Fangen wir mal damit an. Nee. Wir fangen mal gleich hier mit die Messer an. Ach, kaputte wird er nicht machen können. Denke ich mal. Doch, er würde sie machen, aber sagt Draht installieren. Okay. Erforderlich Gummi. Ich habe kein Gummi in der Tasche, okay. Ach, hier auch nicht. Das ist so ein Dreck. Gut, nehmen wir uns mal schnell nochmal ein Gummi. Jetzt ist natürlich, der Gummi hat jetzt eine ganz andere Bedeutung als vorher, wa? Jetzt brauchst du schon viel mehr Gummi. Auch für den Fußboden nachher oben. Aber erstmal möchte ich das hier machen. So. Ich sag 10 Draht installieren. Okay. Er kriegt jetzt von irgendwo Strom. Wir wissen jetzt aber gerade nicht genau von wo. Na, ist mir aber jetzt so real. Auf jeden Fall zersetzt er jetzt das kaputte Messer. Das gefällt mir gut. So, ich habe hier noch ein bisschen was in der Tasche. So, da ist er fertig. Nun bin ich gespannt. Ein Stahlbahn und 2 Gummis. Naja. So. Dann nehmen wir uns die mal hier rüber. Das ist das Machete. Das Machete. Der nimmt alle Dreier. Aha. Das schafft natürlich. Mal kicken, was da rauskommt. Hatte ich mich schon repariert? Ich habe nichts zu reparieren jetzt. So, was hat er jetzt für uns? 4 Eisenbahnen. Also ich glaube, das ist... Naja, gut, sind kaputte Teile, wa? Wollen wir nicht vergessen. Zeig noch die Kampfmesser. Wollen wir die mal rein? Nee. Warte mal, die nehme ich auch raus hier. Die packe ich woanders hin.
Paket nehme ich hier mit drin. Ups. Oh, was waren da noch? Nochmal zwei Kampfmesser. Aha. Ja, ist ja. Soll er ulkig machen, wie er will? Hauptsache er macht das, wa? Können wir die wieder dazu packen? Nochmal vier Platten, also. Das lohnt sich schon. 50 gestackt. Klasse. So. Hier nehmen wir die Bakterie und legen eine andere Bakterie ein. Und die wird doch geladen. Ich fress ja am Besen. Was ist denn jetzt hier los? Das läuft ja... Oh, und guck mal, wie schnell. Ist ja Hammer. Wie schnell der die Lithiumbatterie durchgebriedelt hat. Na gut, jetzt wird Sprit alle sein, wa? Ja, okay. So. Gut, wir machen hier erstmal was. Aber da kommt mein Besuch. Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen mitgebracht. Ups. Ja, doch. So. Von hier links habe ich da was gehört. Jo. Aber nicht nur. Jo. Ihr kleinen Nervensägen. Ach, ich hab schon unten jemand auf Deck. Kleine Puschi. Du kleine Puschi. Oh, 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 hier ist sehr starker Beschuss von der Seite. Wir versuchen es mal von der Seite. Ein schöner Treffer. So. Nicht, oh. So. Ja, wer vergnügt sich auf der Seite noch? Da ist er ja. Ah, ja.
Okay. Ja. Gut, dann müssen wir einsammeln. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. So, noch was? Sehe nichts. Na gut, dass es hier nicht so tief ist, wa? Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf erstmal. Ja, ich sag erstmal. Weil wir hatten es ja beim letzten Mal hoch, dass die zwei Mann hintereinander gekommen sind. Ja, wieder Unmengen an Schrottteile. Sehr schön. Dann können wir ja vielleicht weitermachen. Und dass die uns auf den Sack gehen hier. Sag mal, war da die Tür offen? Ne. So. Stahlbahn. Naja. Zack. Und das geht vermutlich alles über oben. Über die 20.000... Weiß ich was. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Windrad ist oder ob das die Blitzerblätter kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen das überprüfen und deswegen, wir machen einen neuen Versuchsaufbau und dann werden wir sehen, wie das genau funktioniert. Denn ich kann jetzt hier nicht sagen, ob ich hier noch was dran habe oder wem ich dran habe, wo ich was dran habe. Okay. Ach nee, die muss ich ja da drüben zerlegen. Den könnte ich hier noch zerlegen. Wobei halt, nee, das ist mein Kampfmesser. Das ist meins wahrscheinlich. Das werde ich mal nicht zerlegen. So, was haben wir hier noch zu zerlegen? Nix, würde ich sagen. Gut. Dann müsste ich jetzt hier ran. Geht. Läuft. Aber hier ist jetzt der Strom zusammengebrochen. Okay. Ich guck mal, ob ich... Kann ich erstmal wegpacken. Ich guck mal, ob ich hier Sprit drin habe. Ja, gut. Machen wir den mal kurz voll hier. Dann gucken wir mal, ob er jetzt geht. Draht installieren. Vater. Wo soll ich den hinlegen? Soll ich dir den hier ranpacken? Hier ran willst du nicht. An die Bakterie willst du auch nicht. Hieran willst du auch nicht. Ja, das ist Quatsch. Mein Batterieladegerät hat Strom. Könnte ich mit dem jetzt verbinden? Das würde mir aber nur... Was? Der braucht jetzt Strom hier? Okay. Ja, das bringt mir nichts. Gut, das geht also jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir mal auspacken. Und dann machen wir uns mal an den Versuchsaufbau. Lassen wir hier. Okay, Molly packen wir noch raus. Gut. So, Pistolenmunition haben wir noch genug. Davon haben wir auch hier noch. Na, warte mal, die können wir hier noch mal drin packen. Und Pistole machen wir noch voll richtig. Gut.
Okay. Jetzt holen wir uns unsere Kiste. Die ich ja irgendwo habe, logischerweise. Hey. Wo ist dieser Scheiß? Kiste, Tonne. Hier ist unsere Kiste. Die nehmen wir mit und den Hammer nehmen wir mit. Vorsichtshalber. So, Kampfmesser, Machete. Gut. Ich pack mal die Machete. Nee, brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Das lassen wir hier. Gummi weg, mir nicht so sicher. Das lassen wir hier. Die Munition, die war ja auch falsch. Gut. So. Wir gehen jetzt hoch. Was brauchen wir für Gummi? Halt. Hier, das ist der Gummi. Eisen und Gummi. Eisen. Eisen und von oben nehmen wir uns noch eine Portion Gummi mit. Ja, wer hätte das gedacht, dass Gummi so wertvoll wird? So. Dann gehen wir mal nach oben und schauen uns das Theater an. Okidoki. Pass auf. Ich würde als erstes mal erstmal mal was essen hier. So. Dann nehme ich die Kiste, dann nehme ich den Hammer. Jetzt fangen wir mal an mit der Kiste. 6. Geht nicht. 8 hier, jetzt packen wir ein. Eingepackt. Und da wollen wir jetzt raufstellen. Theoretisch muss ich das auch noch mal einpacken hier. Halt, 6. Okay, eingepackt. Und mit 8. Abgerissen. Jetzt kommt das andere Teil. Wir bauen uns Gummi. Gummi und. Jetzt passt hier kein Gummi hin, weil mir fehlt die Stütze. Okay. Stütze. Alles gut? Stütze. Bauen, Gummi, zu. Kann ich denn Gummi jetzt darüber setzen? Über das andere? Nee, wa? Doch, kicke mal. Warte, Mike, probiere ich mal von oben. Nee, geht nicht. Nee. Nee. Okay. So. Jetzt nehmen wir unsere Solaranlage. Die 7. Und stellen hier schön auf den Gummi. Zacki. Das war das erste. So, nun. Wir wollen ja sehen. Ach so, warte mal. Ja. Ich nehme mir mal das Teil. Wobei das Strom bringt eigentlich. Das hat gut Strom. 2907, 1100, also nicht so viel wie Wind. Ha, was machen wir da? Warte mal, ich gucke mal, ob ich noch so ein Teil bauen kann. Bauen, Elektro.
Und dann wollen wir hier sowas noch bauen. Okay. Ja, wird gleich wieder dunkel, ich weiß. Müssen wir durch jetzt, Jungs. Müssen wir durch. Meine Lampe, hat die schon eine Bakterie gekriegt? Nein. Aber ich das hingeschmissen hier, wa? Ja. Zack. Dicker, fetter Bakterius drinne. So, wir brauchen jetzt 2 Eisenbahnen. Zack. Zack. Wir brauchen 5 Komponente. Okay, hier ich alle draus. Platinchen brauchen wir 2. 1, 2. Dann brauchen wir 5 mal Glas. Aha, aha, aha. Oh, oh. Glas. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und die 5 Komponenten. Tja. Gut. So, Gummi habe ich noch. So. Und eigentlich sollte so funktionieren, dass wir ja keinen Generator brauchen, wa? So, pass auf. Ich stelle jetzt diese Teil erstmal her. Nur, dass wir auch drauf kickern können. So. Okay. Jetzt machen wir eine Verkabelung. Ach so, halt. Jetzt brauchen wir so eine Steckdose. Warte mal, Steckdosen, die ich hier hinten schon mal... Warte, mach mal Licht an. Ich habe da hinten schon mal Steckdosen gebaut, die ja keiner brauchen könnte. Ich hab was eingepackt, aber doch war ein Steckdosenkasten, okay. Gut. So. Jetzt die 7. Ein Steckdosenkasten. Den würde ich hier irgendwo ranmachen wollen. Warte. Bauen. Wand. Zack. Jetzt den Kasten. Schwupp. So, jetzt ein Draht installieren. Würde ich einfach hier ran machen. So. Und kann ich hier nochmal ein Draht nach da machen? Könnte ich, ja, aber das wäre kacke. Ja, Objekte verstauen, Gegenstände abbrechen. So. Geh jetzt hier ran, Cäsar. Und mach das an. So, pass auf. Also, Strom kommt hier, wenn wir Glück haben, in den Sonnenkollektor. Wird hier rüber geprügelt in die Verteilerstation. Von der Verteilerstation mache ich jetzt eine Abzweigdose.
Und werde jetzt hier einen Verbraucher anschließen. Ich suche mir mal einen Verbraucher. Habe ich hier oben einen? Ich habe hier oben keinen. Ich hole mir mal schnell einen Verbraucher. Nee, den kann ich aus meiner Butze nehmen. Da stehen ein paar Lampen oben, glaube ich. Ich glaube, ich habe hier eine Lampe. Hier steht doch schon eine Lampe. Genau. Ja, die nehme ich auch erstmal. Pass auf. Ja, wir machen da ja keine Faxen. Zack. So. Die Lampe. Er hat da Lampe. Die 7. Stelle ich mal hier hin, dass das ja nicht so kompliziert ist. Jetzt hier das wieder los. Ein Draht installieren. Nee, halt. Verkehrt. Ich will hier ran. Draht installieren. Und in die Schlampe. Das geht nicht. Eine an einen Generator angeschlossene Verteilerdose kann nur an Generatoren, Verteilerdosen, Schalter oder Energie. Aha. Okay. Wir gehen mal nicht an die Verteilerdose. Ich nehme jetzt nur hier die Lampe und verbinde die mit den Stromkasten. Alle klar? Und schon läuft's. Das leuchtet, ohne dass ich irgendwas jetzt dran habe. Also. Nochmal zum Mitschreiben. Wir schließen den Sonnenkollektor an das Energiezentrum an. Hier an den Kasten. Und gehen von da weg zum Verbraucher. Fertig. Das, was wir hier machen mit der Verteilerdose, ist eigentlich jetzt nur dafür da, dass wir von hier zur Not als Reserve, falls das hier nicht ausreicht, könnten wir einen Generator benutzen. Um so noch zusätzlich Strom einzuspeisen. Habe ich einen Generator hier oben? Dornig. Oder alternativ eine Bakterie. Warte mal, das müsste auch gehen. Weg hier jetzt rein hier. Nee, Bakterie würde nicht gehen. Bakterie nicht. Nein, okay. Aber so funktioniert's. Das ist der simple Versuchsaufbau. Alles klar. Das werden wir jetzt natürlich alle berücksichtigen in unserer neuen Base. Und ja, dabei belassen wir das auch. Wir haben jetzt gesehen, wie das funktioniert. Oh, das wird gut. Ich freue mich so auf die neue Base. Das ist ja unglaublich, ja? Jetzt bin ich langsam heiß. Und kann das im Prinzip kaum noch erwarten, ja? Wobei das natürlich schweinehart wird. Aber gut, dafür sind wir ja da. Alle klar, Freunde. Habe ich hier noch was zu verkaufen? Nee, habe ich nicht. Ja, warte mal. Oder soll ich noch mal schnell einen Generator hochnehmen? Aber der wird schon genau so sein. Warte mal, oben habe ich doch einen, wa? Ja. Ich habe da einen im Wohnzimmer. Hier. Den packen wir mal ein. Sexy. Oder ich gebe eine Struppe ran. Ach Quatsch, ich pack den ein. Gut.
So, 6 hier weg. Jetzt die 7. Packen wir hier hin. Okay, warten jetzt. Packen wir da hin. Schick. Und jetzt gehen wir hier wieder ran. Und das geht auch nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Die hat mir gesagt. Oder muss ich den erst anschalten? Warte mal, wir schalten den mal kurz an. Nö. F aktivieren. Treibstoff einfüllen, ist kein Treibstoff drin. Naja, gut, man habt euch jetzt doch nicht so. Hat mein Schrauber noch was in der Kiste? Ja. Treibstoff. Reicht. So. Warte, kann ich hier gleich meinen Schrauber noch tanken? 12 Liter hat er aber noch gegangen. Haben wir nicht allzu viel gebraucht, wa? Auf dem Rückflug. So, jetzt nehme ich den nochmal. Gehen die Dinger überhaupt noch? Eigentlich schon. Lässt sich nicht an ein stromverbrauchendes Gerät. Angeschlossene Verteilerdose kann nur an stromverbrauchende Geräte. Naja, Moment, stromverbrauchende Geräte ist ja nun mal die Lampe hier. Also das ist Mucks. Ja, also mit den Verteilerdosen müssten wir, glaube ich, wirklich noch mal kiekern. Warte mal. Nee, warte mal, ich mache jetzt noch C. Verbraucher. Verbraucher, Verbraucher. Das wäre nicht ein Verbraucher. Ich habe überall Verbraucher, aber nirgendwo lässt er mich. Warte mal, hier lässt er mich ran. Aber das ist doch kein Verbraucher, bitte ich dich. Jetzt hier mit ran hier? Das Luftkleider der Schredder. Nee, wer luft jetzt? Ach, die Waffenwerkstatt. Obwohl der Teil ausgestellt ist, oder was? Luft jetzt alles über oben, über den Sonnenkollektor. Alle klar. Freunde, ihr seht, also wir haben hier noch reichlich zu tun. Aber ich bin mir sicher, bis wir so weit in der anderen Base sind, haben wir das hingekriegt. Alle klar, Freunde. Ich mache Schluss an der Stelle. Ich sage euch schönen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Und verbleibe... Nee. Ich verbleibe nicht, ich sage soweit. Tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.